be honest, I came here with the expectation to finish. I wanted to finish every day. I didn't have so much time on the bike again, like maybe 2 weeks before. So not the best preparation. I was dreaming, or my like finish was the main goal. I was hoping for a top 10. If I could ride good every day, I think it was maybe possible. And the biggest dream was a podium. And then I knew I could do good in the prologue. So with the podium there, I was super happy. But I really did not expect to win off-road day one, and then off-road day two again. So after day one, the mindset changed completely. So suddenly, the goal is not to finish, the goal is to race for the win. We make a little bit of a history today. First one to be on the podium in bronze, or even win bronze with a twin cylinder bike. It's really amazing. I'm super proud, super thankful for the support from Yamaha and all the other companies that helped me. And yeah. Thank you. Ja, also wir sind hierher gekommen zum Romanix mit relativ wenig Vorbereitung. Ich habe das Bike erst 2 Wochen davor bekommen und dann, ich habe gehofft, dass ich im Prolog gut fahren kann, und dann mit einem Podium war ich natürlich extrem happy, aber ich bin auch letztes Jahr schon gut gefahren. Ich wusste, dass die Offroad-Tage die große Herausforderung werden. Das Ziel war eigentlich, jeden Tag ins Ziel zu fahren, das Motorrad nicht kaputt zu machen, und ja, ich habe so ein bisschen vielleicht über Top 10 overall nachgedacht, wenn nichts passiert, und natürlich der große Traum wäre ein Podium gewesen, aber ich hätte nie gedacht, dass es jetzt schon funktioniert, dass wir so früh im zweiten Jahr das so konkurrenzfähig sind, und ja, absolut fantastische Woche gehabt und den ersten Offroad-Tag gewinnen können, den zweiten Offroad-Tag gewinnen können. Jetzt heute weiß ich gar nicht, aber ja, es war unfassbar, jetzt overall die Romaniacs gewonnen zu haben, Geschichte geschrieben zu haben, zusammen mit dem gesamten Team. Unfassbar. Nochmal vielen Dank an Sandro, der die ganze Media macht, an Marco, die ganze Endurides-Crew, und an Javi und Paul Tarez für denen ihre ganze Crew, die ganze Hilfe auch, und den ganzen Support. Wäre nicht möglich gewesen ohne die ganzen Leute, auch die ganzen anderen Firmen und Freunde, die mich sonst supporten. Und danke an Yamaha, dass ihr die geilsten Bikes der Welt baut. Und ja, schön, dass ich Teil der Geschichte bin.